RERI-PVTV gegen RERI-PVTV. Naja, nicht ganz. Trotz des gleichen Trikotsponsors schenken sich die Sportfreunde Lotte und die Kicker von SSC Dodesheide auf dem Platz nichts. Nach der frühen Führung von Lotte durch Simon Engelmann baut Dalibor Gadaric den Vorsprung auf 2:0 aus. Nur 5 Minuten später erhöhten die Sportfreunde auf eine komfortable 3:0-Führung. Dennis Schmidt steht goldrichtig vorm Tor und muss den abgefälschten Ball nur noch in die Maschen schieben. Zum Glück ist es für den Gastgeber nur ein Testspiel. Die Jungs sollten einfach mal ein bisschen Spaß haben und mal schauen, wie in Anführungsstrichen Profis mit dem Ball umgehen, wie sie das Spiel angehen, was für ein Tempo da drin ist. Da kann man sich nicht drauf vorbereiten. Zur Halbzeit gehen die Sportfreunde mit einem Vorsprung von 4 Toren in die Kabine. Das Publikum auf dem Sonnenhügel in Dodesheide hoffte bis dahin noch auf ein Wunder. Aber auch in der zweiten Halbzeit blieb die Mannschaft aus Lotte spielbestimmt. In der 76. Minute zahlte sich das dann auch aus. Roman Prokop mit dem Kopf. Das wohl schönste Tor des Spiels. Super Tor, Benni, Junge! Nur 8 Minuten später trifft Prokop dann erneut. 6:0 Endstand auf dem Sonnenhügel in Osnabrück. Für Lotte gibt es an diesem Ergebnis wahrlich nichts zu meckern. Ja, das war ein guter Test für uns. Das war eine gute Gelegenheit für uns, dass die Jungs aus der zweiten Reihe auch mal wieder ein bisschen ans Kicken kommen. Und ja, war positiv, keiner hat sich verletzt, wir haben viele schöne Tore gesehen, es war alles in Ordnung und so sind wir zufrieden. Mitte September geht es für die Sportfreunde Lotte in der Regionalliga West wieder zur Sache. Dann sind sie zu Gast bei der zweiten Mannschaft von Bayer Leverkusen. Vielleicht können sie ja dort eine ähnliche Leistung abrufen wie gegen den SSC Dodesheide. Thank you.